Durch den Model-Based Definition Ansatz in Siemens NX haben Sie die Möglichkeit, Ihre 3D-Modelle automatisch mit fertigungsrelevanten Informationen anzureichern. Wie das funktioniert, unter anderem mit dem MBD Logic Rules, haben wir bereits in einem unserer Webinare gezeigt. Aber das ist nur ein Ansatz, denn wir gehen ja hierbei davon aus, dass ich ein fertiges 3D-Modell habe, das ich im Nachgang mit relevanten Attributierungen für Folgeprozesse anreiche. Ein ganz anderer Weg ist, bereits in der Konstruktion, also in der Methodik, relevante Attributierungen zu berücksichtigen und hiermit einfließen lassen. Und das kann man umsetzen mit den Feature Templates. Feature Templates sind im Grunde genommen eine Erweiterung der mittlerweile sehr alten UDF-Technik oder anders gesagt ein PTS, ein Product Template Studio für Formelemente. Welche Möglichkeiten es hier gibt und wie Sie die einsetzen können, möchten wir Ihnen einmal darstellen. In der Wiederverwendungsbibliothek unter Feature Templates finden Sie mehrere Beispiele. Schauen wir uns die genauer an. Hier gibt es zum Beispiel einen Anschlussport. Um den zu platzieren, braucht man ein Koordinatensystem. Und für die boolesche Operation muss man den Körper einmal selektieren. Anschließend kann man hier noch die Bohrtiefe angeben. Wie man hier sehen kann, ist auch eine Prüfung der Bohrtiefe bereits inkludiert und kann ausgeführt werden. Das heißt, die Bohrung, die intern ist, darf nicht zu tief sein. Zusätzlich ist es möglich, das Feature Template zu zerlegen anschließend mit der Option Explosion. Und sobald man die Eingaben bestätigt, erhält man bereits hier eine fertige Geometrie für diesen Anschlussport. In dem Teilnavigator findet man ein zusätzliches Feature für diese Vorlage. In dieser Vorlage sind bereits auch die PMIs inkludiert, welche die Geometrie beschreiben. Man kann diese Vorlage auch jederzeit nachträglich bearbeiten und Parameter ändern. In dem Fall zum Beispiel auch nochmal die Bohrtiefe ändern. Durch die aktivierte Explosion lässt sich die Vorlage auch nochmal zerlegen in einzelne Features. Die enthaltene Validierung der Bohrtiefe lässt sich in HD3D-Tools über die Anforderungsprüfungen nochmal genauer betrachten und falls notwendig auch ändern. Wir haben hier noch ein anderes Beispiel für Sicherungsringnut in der Wiederverwendungsbibliothek. Diese lässt sich mit gerade mal einem Klick praktisch schon erstellen. Wenn ich dieses Beispiel hier einmal aufrufe, muss ich hier lediglich die Kante der Welle selektieren und der Rest geschieht automatisch. Die Größe der Sicherungsringnut wird auch automatisch an den Durchmesser der Welle angepasst und fertiggestellt. Soviel zu den Feature Templates im Kontext von Model-Based Definition. Sollten Sie mehr erfahren wollen zur Anwendung oder zur Erstellung der Feature Templates, kontaktieren Sie uns einfach. Wir unterstützen Sie gerne. Wir haben so einige Best Practice Ansätze gewinnen können und haben schon etliche Use Cases durchgespielt. Von daher fragen Sie uns einfach. Natürlich helfen wir auch bei der Umsetzung, bei der Erstellung solcher Feature Templates. Von daher zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Ansonsten bleibt mir nicht mehr wie mich für die Aufmerksamkeit zu bedanken und ja, bis bald.